Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch nochmal ein Update geben von meinen Nachtzuchten, denn die haben sich richtig prächtig entwickelt. Die sind jetzt, ja, so Bodymaße sind so 2 bis 3 cm und die ersten ziehen sogar nächste Woche aus. Und die anderen, die noch suchen, zeige ich euch jetzt mal. Zwar ist das dieser hier. Ihr müsst bedenken, dass sie noch relativ klein sind und natürlich noch wachsen. Und wie immer gilt, pro Tier 15 Euro bei Abholung in Bremen. Ansonsten plus Versand oder Mitfahrgelegenheit, je nachdem. Und bei Interesse schreibt mir gerne über Facebook oder eine E-Mail über meine Webseite. Der hat noch ein paar Luftblasen dran, weil ich gerade das sauber gemacht habe. Aber das ist nicht schlimm, dass die blubbern dann beim Schwimmen weg. Das ist wahrscheinlich ein Mädchen. So. Jetzt hat sie sich versteckt. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Die pöbeln sich schon ganz gut an, die Kleinen hier. Aber die sehen sich nicht dauerhaft. Genau, jetzt nur für dieses Video. Hier ist noch was aus der Rubrik Marble, Wundertüte. Hinten in den Flossen ist sogar schwarz. Ich habe unten auch ein Geschwistertier und das sieht total hammermäßig aus. Also. Sowas gibt es selten. Der ist schön gelb. Mit blau. Achso, und wie immer, wenn ihr euch interessiert, Screenshot und dann Nachricht an mich. Hatte ich, glaube ich, schon gesagt, ne? Aber vielleicht. Und das ist ein ganz wilder. Ich gleich mal wieder zumachen. So, gehen wir mal weiter. Der hat auch noch ganz viele Luftblasen an seinem Körper. Und da schwimmt noch der Moosball. Steckt sich dahin. Seht ihr mal unterschiedliche Charakter schon so früh. Und hier unten ist noch ein bisschen grüner. Wer ist da drin? Da hinten ist er. Na, kommst du auch mal vor aus deinem Dickicht? Ich glaube, da muss ich ein paar Pflanzen rausnehmen. Na, das ist eins von den Plastikboxen, die jetzt nicht so eckig sind.
ist auch ein richtig schöner. Sieht jetzt hier so unspektakulär aus, aber ist total am Glitzern und hat auch schwarze Stellen. Deswegen denke ich, dass der auch so wird wie die Geschwister. Also eine Wundertüte. Ja. Ich werde jetzt gleich wieder hier dicht machen, dass die Tiere sich nicht mehr sehen können, weil das natürlich auch Stress bedeutet. Und dann würde ich mich freuen, wenn die Tiere ein schönes Zuhause finden würden. Bei vielleicht jungen Betthaltern, die vielleicht hier in der Nähe wohnen und auch Hilfe benötigen, denn trotz dass ich Pause mache, bin ich natürlich nicht aus der Welt. Ich helfe euch trotzdem noch bei allen möglichen Fragen und unterstütze euch natürlich, wenn ihr die Kampffisch bei mir gekauft habt. Also ihr erwerbt nicht nur einen Kampffisch, sondern kriegt auch noch Support dazu, falls etwas ist. Helfe ich immer gerne. Und auch wenn ich jetzt öfters mal ein bisschen länger brauche zum Antworten, aber die Antwort kommt, das könnt ihr glauben. Ja, ansonsten bin ich im Wohnzimmer ganz gut beschäftigt, da die Becken fertig zu machen. Und sobald ich hier ein bisschen mehr Luft habe, kommen dann auch Videos dazu, wie ich im Wohnzimmer das gestalte für die Zeit der Pause. Da habt ihr euch ja auch gewünscht, dass ich da ein Video hochlade. Und leider kann ich jetzt das mit den Zuchtanleitungen nicht mehr so richtig umsetzen natürlich. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr unten in die Kommentare schreiben würdet, was euch noch so interessiert. Also keine Ahnung, irgendwelche Farben, Sachen oder genetische Sachen oder Flossen oder Verhalten oder ja, also jetzt hatte ich ja schon was zum Futter erklärt oder erzählt. Da hatte ich jetzt auch nochmal einen zweiten Teil gemacht. Könnt ihr gerne unten in die Infobox gucken. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal sogar vergessen, noch die Beschreibung hinzuzufügen. Das mache ich auch dann die Tage noch. Bei diesem Video folgt ihr natürlich auch dann die Tage. Ja, und ja, wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt, bitte lasst es mich wissen. Also, ich bin da immer offen für Neues. Und ja, dann hoffe ich, dass auch diese schönen Kampffische bald neues Zuhause finden. Die sind, wie gesagt, jetzt noch klein, aber sollten auch schon ihre 20 bis 45 Liter kriegen. Das wäre sehr schön. Und ja, also wie gesagt, schreibt mir unten in die Kommentare, was für Videos ihr euch demnächst wünscht, welche Fragen beantwortet werden sollen. Und dann schaue ich mal, inwieweit ich das umsetzen kann. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss.